So, moin und herzlich willkommen hier immer wieder zu einem Video. Wir gucken uns an nochmal das Kapitel 2 von Knights of the Fallen Empire, Dream of an Empire. Diesmal aus Sicht des Scharfschützen. Wir befinden uns gerade in der Engineering-Skillung, also im Ingenieursbaum. Und werden das Ganze jetzt mal mit dem Scharfschützen probieren. Wir wissen ja, der Scharfschütze, oder sollte man wissen, ist, ich sag mal, recht immobil im Allgemeinen. Wir haben eigentlich, sind sehr statisch, ja. Gut, wahrscheinlich in anderen Skillungen, zum Beispiel beim Marksman, bei der Treffsicherheit sicher noch ein bisschen statischer als beim Ingenieur. Aber dennoch ist das, immer noch, der Scharfschütze immer noch eine, ich sag mal, Papierkanone. Ja, wir halten nicht viel aus. Muss man also recht vorsichtig spielen, sag ich mal. Erste Ad-Gruppe ist eigentlich kein Problem hier an der Stelle. Die platzt einfach nur so weg. Da habe ich ein bisschen Probleme beim Looten, weil die behinderten, Entschuldigung, diese wunderschönen Skytrooper ja sehr komisch nur zerfallen. Wir sind bei der nächsten Gruppe. Die kann man übrigens auch umgehen, wenn man es richtig macht. Die muss man nicht machen. Aber wir droppen hier ganz gut runter auf 30%, weil die 4 Ads machen dann doch etwas mehr Schaden. Muss man ein bisschen aufpassen da. Der schöne 11-6er Crit, mit dem wir das Ganze dann beenden. Und das ist auch schon die letzte Ad-Gruppe, die wir machen müssen. An allen anderen kommen wir auch so vorbei. Habe ich machen müssen gesagt? Wir müssen sie nicht machen. Man kann sie machen. An allen anderen sollte man auf jeden Fall vorbeigehen. Sonst dauert das ja Jahre, bis man hier durch ist. Und wir wollen ja möglichst schnell an die CXP rankommen. Wir spielen auf Dark Side. Ich weiß gar nicht, wie das Dark vs. Light momentan steht. Aber auf den anderen beiden Charakteren haben wir ja Lightside gespielt. Hier treffen wir logischerweise auch auf andere Gegner als bei den beiden Schatten, wie wir es gesehen hatten. Hier haben wir Watcher X und Hunter. Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin hier, ich weiß nicht, war es das erste Mal drin. Und da bin ich auch schon tot. Recht deprimierend, wenn man sieht, dass man von einer Fähigkeit 80.000 Schaden bekommt. 80.000, das ist ja 85% von meinem Leben. So ungefähr. Ja, 75. Ist ziemlich viel. Ja. Wenn man dann bei sowas ist, da muss man natürlich sitzen. Ich habe hier jetzt allerdings den Fehler gemacht und bin einfach immer auf denselben gegangen. Was keine gute Idee war. Was man jetzt auch gleich wieder sehen wird, da habe ich ein bisschen Targeting-Probleme, weil aus irgendeinem Grund hat der andere, ist der andere immer noch in meinem Target drin. Obwohl ich ja den Hunter angreifen will. Gut, hat nicht funktioniert. Das ist, ich sag mal, ein bisschen deprimierend, aber ich mache an dieser Stelle einen Fehler und versuche die eine Taktik umzusetzen, die ich halt auch beim Schatten, versuche immer umsetze, nämlich rechts vor links, also erst den rechten, dann den linken. Was ich allerdings, ich glaube, im nächsten oder im darauffolgenden oder im fünften Versuch oder so war, feststelle, ist, dass wenn ich den anderen fokusse, ich wesentlich effektiver durchkomme. Hier habe ich es auch mal richtig rumgemacht, das Interrupten vorm. So, da kam wieder die Fähigkeit. Wenn ich mir das gerade angucke, ne? Es hat sehr gut funktioniert. Ich habe den Interrupt rausgekriegt, bevor ich mit der Series of Shots angefangen habe. Ich habe meinen Hunker Down rausgekriegt, bevor der Hunter seine Stun Grenade geworfen hat. Und trotzdem gehe ich drauf. Ja, frage ich mich auch. Was soll das? Hä? Ja, hier kommt jetzt gleich wieder die Stun Grenade. Da ist sie. Und vorher schon droppe ich auf 20%. Ja, es ist dezent deprimierend, sag ich mal. Sind wir erneut tot? Mal gucken, ob es jetzt der nächste Versuch ist, mit dem wir es schaffen, oder dann erst der darauffolgende oder darauffolgende. So, mal gucken. Wir werden dann bei dem Goldenen, den wir nachher besiegen müssen, werde ich definitiv ein bisschen vorspulen, weil das hat ein bisschen länger gedauert. Nee, ich mach's jetzt hier immer noch falsch. Ah, ist natürlich wieder die Stun Grenade durchgekommen. Ja, das Unload, das haut halt auch richtig rein. 25k im Tick. Das überleben wir nicht lange. Der Watcher X hat eine ziemlich dumpfe Mechanik. Er geht irgendwann in Tarnung, taucht irgendwo anders wieder auf und stunt dich erstmal.
Natürlich sehr lustig, weil das, dieser Stun bei BioWare ist ja oftmals so, dass Stuns von irgendwelchen Adds kein Counterplay haben, also keine Möglichkeit, gegengespielt zu werden. Weil du kannst sie selten oder gar nicht predicten. Ja, man kriegt sie nicht vorher, man sieht sie nicht. Meistens sind das Sachen, die einfach als instantan rauskommen und also sofort da sind im Endeffekt. Und das macht es natürlich extrem, wieder so eine Sache gewesen, macht es natürlich extrem schwer, da irgendwie gegenzuhalten, ja. Wenn ich so an manche H2s denke, da springst du ein Add an, ja, willst es umhauen und bist gestunt, obwohl das Add nicht mal eine Animation gemacht hat. Nichts, wirklich gar nichts. Weder eine Animation noch eine, noch irgendwas anderes. Es macht einfach nichts. Und das ist. Und trotzdem wirst du gestunt. Und du hast keine Möglichkeit, da irgendwie gegenzuwirken, außer den im Dauer-CC zu halten. Jetzt hat nicht jede Klasse Dauer-CC zur Verfügung. Aber du musst ja trotzdem irgendwie da durchkommen. Aber es ist einfach nur extremst nervig, wenn man dann so ohne Möglichkeit dagegen zu wirken dasteht. Hier haben wir es jetzt übrigens geschafft. Und sogar ohne Probleme. Ja. Also wie einfach es ist, wenn man einfach nur die Mechanik einmal wechselt. Gut, 50.000 Reparaturkosten muss man haben. Passiert. Ja, was ich jetzt gemacht habe im Endeffekt, ich habe einfach links geburstet, mich in mein Schild reingesetzt und habe den anderen komplett ignoriert und versucht alles mit der Evasion abzufangen. Hat sehr gut funktioniert, wie man sieht. Ich bin überhaupt nicht irgendwie unter die 50% Marke gefallen oder so. Das heißt, es war relativ simpel im Endeffekt dann auch. Man muss halt bloß so ein bisschen eigentlich rumprobieren. Deswegen, ich weiß nicht, warum ich da die ersten 5 Versuche drin verbraten habe, unbedingt den rechten umhauen zu wollen. Diese Ad-Gruppe müssen wir auch machen. Wie gesagt, einfach 2 AOEs reinlegen und die sind auch schon oben gefallen. Ne? Das ist halt der Scharfschütze in der AOE-Dot-Skillung oder Engineer. Wenn man hier runterspringt und dann diese Route läuft, die ich laufe, dann kann man so ziemlich alle Ad-Gruppen umgehen. Und das ist, ich sag mal, recht praktisch, weil man dann schneller durchkommt natürlich, als wenn man jetzt jede einzelne verdammte Ad-Gruppe macht. Das heißt, wir laufen hier einfach immer am Rand innerhalb des Zauns lang, springen dann hier rechts vor der Laterne rüber. Die habe ich leider gepult, hätte nicht sein müssen. Mache ich trotzdem. Ja gut, den kritten wir mit 19k um. Das Problem haben wir also nicht mehr. Der ist mit der Granate auch umgefallen, der ist auch tot. Geht relativ fix. Ja, jetzt haben wir 3 Armor-Debuff-Stacks drauf. Gut, jetzt kommt nochmal ein silberner Gegner. Müssen wir mal gucken, wie wir da gegen ankommen. Aber der Slow durch unsere Plasma Probe hält uns den Gegner natürlich erstmal ein paar Minuten noch vom Leib. Da können wir nochmal durch ihn durchrollen, machen dadurch nochmal Schaden, weil wir die Cluster Bombs im Engineering Baum mit haben. Die kommen ja automatisch mit. Da bekommen wir dann auch nochmal ein bisschen Schaden rausgedrückt. Jetzt sind wir vor dem Taxi und damit stehen wir im Endeffekt vor dem goldenen Boss. Und an dieser Stelle, ich werde euch das jetzt zweimal zeigen und dann ein bisschen vorspulen, bis wir zu dem entscheidenden Versuch ankommen. Denn das ist, meine Herren, ist das ein scheiß Gegner. Muss ich ehrlich sagen, der ist schon richtig blöd. Er macht das Todesfeld. Okay, muss man rauslaufen. Ja, dann zieht er einen ran. Dann kommt ein Dreadstrike, da machen die ersten 2 Fähigkeiten dann doch mal ein bisschen mehr Schaden, sag ich mal. Weil das muss man unterbrechen eigentlich. Ich habe es an dieser Stelle nicht gemacht, das war mein Fehler. Hier muss man rausrollen, jawohl. Trotzdem habe ich den Schaden vom Deathfield übrigens bekommen. Hat man gesehen, ja. Ich habe 40.000 Schaden durchs Deathfield bekommen. Wo ich mich frage, woher kommt dieser Schaden? Ich bin 18 Meter weggerollt. Da kann ich diesen Schaden nicht mehr bekommen. Doch, funktioniert, sagt BioWare. Also ist das wohl so. Ist natürlich so unglaublich tiltend, sage ich mal, dass man vor lauter Unkonzentration und Aufregung über diesen Mist, den BioWare da programmiert hat mit dem Deathfield, das ist übrigens bei vielen Gegnern der Fall, wenn die Void nur mit so einem Fadenkreuz markiert ist und nicht mit einem wirklichen Kreis, dann ist das sehr ungenau definiert, wo denn die Grenzen von der Void sind. Und da kannst du 18 Meter rausrollen und kriegst trotzdem noch 45.000 Schaden von diesem. Ja, von diesem Cast, obwohl du halt nicht mal ansatzweise in der Nähe stehst. Und ja, das ist eine Sache, wobei wir eigentlich schon längst mal was gemacht haben müsste, gerade wo sie jetzt mit 5.0 nochmal eine Menge AOEs überarbeitet haben, hätte man an dieser Stelle spätestens auch mal solche Sachen überarbeiten können. Aber gut.
Ihr könnt gleich nochmal angucken, das ist keine wirklich definierte Void, die er da castet, sondern es ist halt einfach nur so ein Fadenkreuz auf dem Boden, der so die ungefähre Stelle markiert, wo dieses Todesfeld dann landen wird. Wir gucken uns das jetzt im zweiten Versuch nochmal an, mal schauen, ob ich jetzt den Master Strike bzw. das Ravage, das Verwüsten, unterbrochen kriege. Ich weiß nicht, ob ich noch auf den Cooldown warte, sieht aber beinahe so aus. Nein, ich fange so an. Das muss auch so gehen. Ging es, glaube ich, im Endeffekt dann irgendwann auch. Wir fangen wieder an mit dem ganz klassischen Opening Burst. Da kommt Stethfield. Ich laufe raus. Das funktioniert hier mal. Jetzt kommt halt der Pull zu ihm ran. Das passiert, da haben wir es unterbrochen. Nach dem ersten Hit, dadurch, dass er in der Evasion stand, hat das, beziehungsweise in der Diversion heißt das Ding, hat das keinen Schaden gemacht. Da allerdings kommt ein Auto-Attack mit 18.000 Schaden rum. 18.000 Schaden. Dann kommt eine zweite lustige Sache, die hat man jetzt gerade gesehen, beziehungsweise mehr oder weniger gesehen. Und zwar durch das Ranziehen von ihm. Durch einfach nur das Ranziehen. Danach bin ich sozusagen gestuckt in der Fluganimation. Ich war die ganze Zeit in der Fluganimation, konnte mich nicht bewegen. Ja, aber er konnte mich angreifen, weil er stand ja neben mir. Dieses Ranziehen ist auch eine Sache, die. Also Positionsaktualisierung ist nicht BioWares Sache, ja. Das ist relativ bekannt und das ist aber auch eine Sache, die mittlerweile eigentlich nicht mehr ein Problem von BioWare sein sollte, um ehrlich zu sein. Das geht doch durchaus einfacher. Aber gut. Versuch Nummer 2. Wir werden jetzt mal ein bisschen vorspulen, dass wir zum endgültigen Versuch kommen. Wollen wir mal gucken, wo das ist. Hier haben wir es gefunden. Da haben wir ihn. Wir fangen wieder mit dem Orbitalschlag an. Den klassischen Burst hauen wir raus. Wir werden rangezogen. Er steht mitten in der Diversion. Macht damit natürlich kaum Schaden. Ich laufe weg vom Deathfield, ja. Funktioniert. Mit der Imperial Preparation kann ich meinen Roll nochmal zünden. Ja. Hab natürlich nochmal auch den Evasion-Effekt auf mir drauf, den ich durchs Rollen kriege. Da ist ein kleiner Leck drin gewesen. Das ist natürlich auch mal sehr von Vorteil. Ich habe das Todesfeld übrigens wieder gefressen. 7%. Wir haben keine Medipacks auf diesem Charm mit dabei. Das heißt, ich bin jetzt an dieser Stelle angewiesen zu kiten. Kann nochmal rausrollen und kann ihn dann mit der Series of Shots umhauen. Ich habe wieder alles verwenden müssen, was ich so in irgendeiner Weise in meinem Repertoire von Schaden hatte. Beziehungsweise auch von Utility, sage ich mal. Und es war trotzdem zwischendrin recht knapp, wenn man sich das anguckt. Ich war irgendwo so im einstelligen Prozentbereich. Naja, ich sage mal so, geht auch einfacher. Aber gut, natürlich die Herausforderung ist das, warum wir hier sind. Monolith kicken wir dadurch erstmal runter. Tschüss. Weg ist er. Er ist auch wieder despawned, beziehungsweise wirklich gestorben, anstatt unten rumzubuggen und uns unterhalb der Welt zu verfolgen. Wir sind am Monolithen angekommen. Mal schauen, wir hatten jetzt beim Goldenen schon massivst Probleme. Wie wird das denn wohl beim Monolithen? Naja, könnte natürlich schwierig werden. Gucken wir uns an, wenn ich hier mal weiterlaufen würde. Wie auch in den beiden anderen Videos übrigens ist das Ganze nachkommentiert. Das heißt, ja, sonst hätte ich nicht vorspulen können. Ich glaube, es ist klar. Aber wir gucken uns, das natürlich gemeinsam hier an. Skippen durch diese Dings durch und sind vor Monolithen. Ich glaube an dieser Stelle, ja, an dieser Stelle skill ich nochmal um auf die Virulenz. Mit der Full Dot Skillung ist es doch wesentlich einfacher, da durchzukommen. Wir skillen mit, dass wir durch unser Pulse Cover mehr Verteidigungschance kriegen und außerdem Auto beziehungsweise ein Instant auf dem Lethal Shot. Das ist recht praktisch, weil wir ja, damit sozusagen doppelt Pluspunkte machen, sage ich mal. Ich warte jetzt hier, glaube ich, noch auf die Cooldowns, gerade auf den Sniper Screen, also auf den Ballistic Shield, aber auch auf die Imperial Preparation. 39 Sekunden muss ich jetzt also noch irgendwie überbrücken. Diversion sieht man unterhalb des Scharfschützenschilds, direkt rechts neben dem. Hier in der Gilde sieht man, Arakam war auch gerade in Dreams and Visions. Direkt rechts neben dem Adrenal sieht man die Diversion. Das ist ein sehr gutes Tool, sage ich mal, vom Scharfschützen, um halt Schaden vom Gegner wegzunehmen. Funktioniert leider nicht
für Operationsbosse. Was heißt leider? Natürlich, weil funktioniert das nicht für Operationsbosse, das wäre komplett kaputt. Weil, naja, Diversion reduziert die Präzision um 45%. Das ist also extremst nice eigentlich. Dieser Moment hier ist für ein Ranged perfekt. Der Boss ist stuck an einem Punkt und ich kann. Und er kickt mich weg und er läuft nicht weiter. Das heißt, ich kann die ganze Zeit durchcasten. Er bekommt jetzt seinen Buff für die Void. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich wirklich seitlich Abstand zu ihm gewinne. Und kann währenddessen gut durchcasten. Also 20% konnte ich machen ohne Probleme. Da habe ich mit der Imperial Preparation mein zweites Mal ziehen, mein zweites Mal rollen benutzt. Jetzt mit dem Sniper Screen raus. Ich habe mitgeskillt, dass der Sniper Screen mich heilt. Das heißt, ich bleibe natürlich so lange wie möglich im Screen stehen. Man sieht es, 3217 tickt der für mich hoch. Das ist ganz angenehm, gerade weil es so ein bisschen passive nebenbei doch ganz praktisch ist. Ich habe die Diversion hier an dieser Stelle immer noch nicht benutzt, was ich relativ verwunderlich finde. Aber gut, soweit ich weiß, habe ich diesen Try trotzdem geschafft. Das heißt, muss auch so gehen, sage ich mal. Ich habe meinen Hunker Down auch noch, damit kann ich immerhin noch den AOE-Schaden ein bisschen reduzieren, weil wir den Pillbox-Sniper mitgeskillt haben. Oder war das die Cooldown Reduction? Bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall haben wir es mitgeskillt, dass wir. Da haben wir die Diversion raus, allerdings falsch eingesetzt, denn. Obwohl, doch, er steht sogar noch drin. Er hat noch den Buff von der Diversion. Den Debuff. An dieser Stelle aber irrelevant, weil er läuft jetzt im nächsten Moment raus. Das heißt, ich hätte es eher an so einer statischen Stelle ziehen müssen, dass er wirklich die ganze Zeit drin steht. Wir haben das Rollen wieder bereit. Ich werde jetzt hier um den Stein noch rumlaufen und da kommt das Rollen raus. Und dann hinterher natürlich direkt wieder das Ausweiden. Ich habe gesehen, dass er seinen Buff zieht, mit dem er den Terrible Shout ankündigt. Und habe mir gedacht, okay, alles klar, weg hier. Gleichzeitig kann ich dann natürlich durchcasten. Da haben wir wieder die Pulse Cover gehabt, mit der wir uns die Schadensreduktion geholt haben. Und mit dem letzten Ausweiten können wir den Boss legen. Ich muss sagen, das war ja vergleichsweise einfach, wenn man sich den Goldenen davor anguckt. Haben wir doch mit Monolithen kaum Probleme gehabt eigentlich. Wir sind jetzt insgesamt, ich habe jetzt bei euch nicht, für euch natürlich ein bisschen geskippt, aber wir sind jetzt in der 21. Minute von diesem Durchlauf durch das Kapitel. Das heißt, wir haben jetzt schon doppelt so lange gebraucht, wie ich mit dem Schatten gebraucht habe zum Beispiel. Liegt halt aber auch daran, dass ich da bei den ersten und zweiten Bossen jeweils ein paar Versuche mehr gebraucht habe als beim Schatten, sage ich mal. Damit sind wir durch. Wir kriegen natürlich wieder eine Kiste. Können uns die angucken, was da drin ist. Machen wir auch sofort mal, sobald wir aus diesem Ladebildschirm hier raus sind. Kann ja nicht mehr lange dauern. Da warten wieder 4000 CXP auf uns. 4100 sogar. Wir haben alles mitgeskillt. Außerdem ist es gerade highlighted. 4100. Das heißt, wir bekommen sogar zwei Kisten. So viel. Oder so niedrig ist unser Level hier. Hier ist nichts drin. Bisschen Java-Müll. Okay. Das können wir desintegrieren. Wir machen die zweite Kiste gleich noch mit auf. Da drin ist ein blaues Implantat, das kannst du auch im Endeffekt in die Tonne kloppen. Das passiert auch damit. Den Rest nehmen wir uns mit und dann verkaufen wir noch den Müll, den wir dabei haben. Und damit sind wir auch durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Theodor, ich bin raus. Tschüssing.